Ja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny Unterhaubner von Die Buddies Zocken zu einer neuen Folge Modern Skyblock. Und ja, wir haben heute wieder eine Menge vor. Ihr seht auch, unsere Insel hat sich ein bisschen erweitert. Wir haben hier die Baumfarm ein bisschen ausgebaut, hier ein bisschen hier diesen Heavy Snow platziert. Und heute geht es natürlich weiter. Unser Ziel wird das erste sein Dirt. Und dafür müssen wir, wie heißt das, so ein Kompostierteil bauen. Da können wir dann quasi die Saplinge rein. Genau. Das Combustion-Zeug müssen wir heute machen. Genau, da können wir die Saplinge reingeben, dann bekommen wir Dirt und ja, das wird das erste da Ziel. Da kann man ja alles Mögliche anscheinend machen. Müssen wir noch genau gucken. Genau, ich habe auch schon gerade eben noch einen Creeper getötet und da habe ich Gunpowder bekommen, das brauchen wir auch noch. Seht ihr dann gleich alles. Ich würde sagen, wir bauen als erstes jetzt diese Combustion-Dings-Bums, zack, ihr wisst Bescheid. So, ich guck mal, was wir da jetzt alles brauchen. Combustion, wie schreibt man das? Combust, hier ist es. Perfekt. Das kann man aus Holz machen und eine Wooden Heat Component. Am besten, du machst es so, nicht wie du das gerade machst, sondern du... Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das heißt. Die Stages, das, was man machen muss, da guckst du rein. Hexe kommt, Achtung. Und was ist das fetter Hund? What the fuck, das ist eine Katze. Die schrumpft auf einmal, die hat Stärke. Ja, box sie runter, Mann! Ich schlag doch schon die ganze Zeit zu! What the fuck, was ist das? Die kann nicht runterfallen, Mann! Die spawntrappt uns! What the fuck, was geht ab? Oh Gott, okay, bitte. Halbes Herz. Oh, RIP. Ich hoffe, mein alter Grabstein ist noch da dann. Nice, ich hab mein Zeug wieder. Perfekt! Ich möchte kurz mal hoch. Liegt dein Zeug da oben? Ja. Warte, ich hab genug Schnee, ich kann dir Schnee geben. Ja, gib mir mal ein bisschen Schnee. So, hier 16 Stück sollte reichen. Okay, für das perfekt. Ganze. Und am besten, du guckst jetzt nicht da, wo du gerade das alles gemacht hast, dass wir das alles nach der Reihe machen, weil wir haben ja auch ein paar Aufgaben, die wir machen müssen. Ja, ich weiß. Also wenn man hier reinguckt bei den Stages, steht bei Stage 2, wir müssen fast alle Basic Ressourcen bekommen. Und das war's, was hier steht. Das heißt, im Questbook dann sehen wir die ganzen Ressourcen. Und das erste steht hier Dirt. Und Dirt bekommen wir im Prinzip nur durch diese Combustion. So Leute, ihr seht jetzt hier auch schon diese Konstruktion, die wir gleich bauen müssen für die Kompostierung. Das heißt, das wird jetzt unser Ziel. Wir brauchen dafür noch ein paar Sachen. Das erste wird mal sein, also diesen Wooden Combustion Heater habe ich ja schon gebaut. Und wir brauchen auch noch so ein Casing aus Holz. Das mache ich jetzt auch noch kurz. Und ich kümmere mich auch direkt um ein paar andere Sachen. Und zwar werden wir wie immer mit Slabs bauen und dazu haben wir... Snowbrick Slabs, die werden wir jetzt überall verwenden. Genau. Ich würde sagen, wir bleiben auf der Höhe, wie wir es hier angefangen haben. Wo wollen wir eigentlich die Combustion Heater Sache hinbauen? Ich würde fast sagen, irgendwo in der Nähe von der Baumfarm, oder? Weil hier passt das vielleicht am besten dazu. Ja, ich würde sagen, wir machen mal in alle Richtungen ein bisschen was, dass wir hier eine kleine Plattform machen schon mal. Ja, let's go. Perfekt, so ich schmelze auch direkt wieder ein bisschen Schnee ein, weil das Zeug brauchen wir ohnehin. Unsere erste Maschine. Warte, ich mache hier raus auch einfach überall mal diese Bricks. Das heißt, wir machen hier die Kompostierung hin? Ja, würde ich fast behaupten. Ich werfe das Zeug immer weg. So, wir brauchen als erstes das. Okay, das wird 1, 2, 3 Blöcke. Das heißt, am besten mache ich es einfach hier hin. Okay. Ja. Dann kann man, glaube ich, den Combustion Heater reingeben. Perfekt. Das heißt, wir brauchen noch einen Button. Den platzieren wir vorne ran. Wenn ich das perfekt richtig gesehen und dann müssen wir noch Holz in so einem so seltsam angeordnet. Ich hoffe, es ist egal, welches Holz, oder? Hoffe ich auch. Da Blend Matter reingeben, damit das Erde erzeugt. Und Blend Matter können wir tatsächlich aus Laub... Können wir aus Laub auch? Auf jeden Fall aus Setzlingen. Genau, ich habe 4 Setzlinge. Ich versuche das direkt. Ich gebe die rein. Okay, es hat was aufgefüllt. Wir haben was bekommen. Hast du Blend Matter erzeugt, oder... Ist eine gute Frage. Das muss man craften zuerst. Ach so, stimmt. Okay, auch gut. Zombiefleisch, okay. Nee, Zombiefleisch funktioniert nicht. Hier habe ich das Plant Matter und jetzt werfe ich das da rein. So, passiert jetzt was? Nee. Und wie passiert was? Warte. Eigentlich sollten wir Dirt bekommen.
du hast den Knopf gedrückt. Wie bekommen wir dort? Dauert das jetzt? Wir brauchen zuerst 100 Energie von dem Zeug. Also 100 HU. Denkst du? Ja, steht dabei. Okay, warte, dann gebe ich die 4 Setzlinge hier noch rein. Okay, wir brauchen eine Menge mehr Setzlinge. Ich würde sagen, wir farmen mal kurz ein bisschen Holz, Leute. So, 7 Stück, das muss reichen. Oder ja, wir haben 100%. Das heißt, jetzt ballern wir die 4 rein. Oder hast du alle zum Inventar, oder? Hab ich? Ja, hab ich. Crappt alles die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Okay. Und? Wir haben 100. Also hier passiert, glaube ich, was, oder? Ey, warum wächst die Katze schon wieder? Lol, der Speed. Super Speed-Attacke. Katze attackiert uns. Ja, moin. Die ist so OP, diese scheiß Katze. Achtung, Mann. Den Zeug, den nimmst du am besten gleich. So, jetzt. Leute. Wir denken, wir haben die Lösung. Wie gesagt, das ist ein neues Modpack für uns alle und wir haben echt keinen Plan. Wir denken, wir müssen jetzt oben das Zeug reinwerfen. Ja. Du hast es, glaube ich, oder? Nee, hier drin ist es noch. Ich werf's oben rein. So, dann müssen wir zumachen. Ja, machst du zu, dich? Ja, perfekt. Und jetzt musst du unten das Zeug reingeben. Okay, ich ball das rein. Wir haben hoffentlich gleich 100%. Okay, perfekt. Und jetzt den Knopf drücken. Es ist... Ja! Und? Hast du den Dirt? Ich hab Dirt drauf. Ja! Holy shit! Yes, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unseren ersten Dirt-Block. Das heißt auch beim Questbook. Müssten wir hier das erste haben? Nice, okay, es gibt noch einen zweiten Punkt. Plant Matter haben wir auch. Wir dürfen irgendwas abholen. Eine Loot-Chest. Warte, ich hab dich gerade eingeladen in meine Party, damit das gleich wieder so wie früher ist. Damit wir nicht das immer doppelt machen müssen. Okay, warte, wir müssen noch in der Party sein, oder wie nehme ich die an? Ich sollte auch eine haben, perfekt. Und wir öffnen die wieder, oder? Let's go, opening. Memory Torch habe ich bekommen. Ich habe einen Polisher bekommen. Improves some rudimental materials. Okay. Hört sich jetzt nicht so krass an, muss ich gestehen. Egal. Ich balle mal. Was hat er schon? Irgendeinen Sinn, hoffentlich. Das heißt, wir haben tatsächlich erfolgreich unser erstes Item. Und Hobbin hat gesagt, hat sich auch schon angeguckt, wie wir Lava bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall auch... Oh Gott, wie viele Sapplinge hast du noch? Eine Zombie-Challenge. Ich habe noch ein Sappling. Wir müssen ein Zombie töten, ein Creeper töten und ein Skelett töten. Das hört sich auch easy an. Ich kümmere mich direkt hier um die Lava. Und zwar, du kannst auch gleich hingucken. Ich lasse jetzt mal den Block hier da. Wir haben Gunpowder. Ja, sollten wir haben. Warte, ich guck mal. Ja, ich hab welches. Achso, du hast das schon. Perfekt. Das zwei Stück hier rein, zumachen und jetzt braucht es wieder Energie. Okay, aber wir haben noch keine Zapplinge. Shit. Okay, dann müssen wir warten. So Leute, das heißt, wir müssen hier wieder farmen. Perfekt. Ja, Skelett hast du getötet, Creeper hast du getötet, Zombie. Ich würde sagen, du kommst vielleicht kurz zu mir, dann sollte da hinten was spawnen. So Leute, wir haben hier einen Zombie, das heißt, wir sollten die nächste Challenge schon fertig haben. Hauptner tötet das. Nice, Quest complete. Und wir haben auch, oh Gott, Setzlinge wieder erfolgreich gesammelt. Das heißt, wir können jetzt das nächste hier machen. Lootbox aufmachen, komm. Lootbox aufmachen, wir holen uns das Teil ab. Claim. Ah, ich weiß. Guck mal, jetzt weiß ich, von wo die das haben. Oh, die bekommt man hier raus. Mal gucken. Ja, habe ich rausbekommen. Ich habe einen Piratenkopf bekommen und ein Eyepatch. Ist auch irgendwie ein Kosmetik-Dings. Okay, ich werf mal 4 Gunpowder rein. Das sollte 12 Blaze Powder sein, wenn wir genug Energie haben. Ich baller meine Setzlinge rein, du noch ein paar rein, hopp hopp. Ja. Perfekt. Alles 8 drin. Bleiben übrig. Knopf drücken. Boom! Oh, Knopf. Okay, das hat jetzt wie viel gekostet? Ich habe 3 Gunpowder und 3 Blaze Powder bekommen. Ja, das Gunpowder war von mir noch. Wir hätten nämlich nochmal die Setzlinge reingeben sollen, damit wir noch mehr erzeugen. Achso, ich habe mir gedacht, das erzeugt gleich alles. Nee. Okay. 100%. Ich zünde. Oder du zündest. Perfekt. Warte, noch nichts haben ja, wir. Ja. Haben wir noch mehr? Das heißt, wir haben dann, ich glaube, warte. 9 Blaze Powder. Blaze Powder. Ja, ich hoffe, damit können wir in der Zukunft was anfangen. Ich glaube, wir brauchen das für Lava, kann das sein? Ja, genau. Wir brauchen pro Lava insgesamt 4 Blaze Powder. Und wir brauchen auch noch, für das haben wir, also, da haben wir uns noch nicht drum gekümmert, Holzkohle, damit wir eine Fackel machen können. Aber dazu kommen wir dann gleich, würde ich sagen. Ja, hopp, ich hab schmeiß rein. Wie viele hast du? Ich habe nur einen bekommen. Ja, Anzug ist raus. Dann, ich habe gar keinen bekommen. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine komplett andere Herausforderung wie damals bei Sky. Na, so. Oh Gott, komm, Kollege. Perfekt, das Down hat auch sind einfach. Was gedroppt. Das Tracken hier ist auch so anstrengend, aber wir haben dann auf jeden Fall eine Menge Holz, um eine Menge zu bauen.
Ja, wir haben nämlich auch einiges vor, dass wir heute direkt mal eine schöne Insel hier bauen, damit wir unser Zeug platzieren können und natürlich auch den ersten Cobblestone Generator. Ja. Der wäre ultra wichtig. Oh, toll. Wer geht hoch? Sicherlich. Ich habe zwei Setzlinge, ich baller die direkt rein, da kenne ich nichts. Oh, da sind nochmal zwei gedroppt. Warte, im Questbook steht was als nächstes an? Dirt Furnace und wir müssen die Combustion nochmal machen? Glaubst du recht, dass wenn wir das einfach einsammeln? Let's go, wir versuchen das, Leute. Trick 17, ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Ich baue den Knopf vorne ab. Wir haben es doch. Anzeige ist so raus. Ja, damit wir alles in der Reihenfolge machen. Wir hätten es so machen sollen. Okay. Ich kann so wieder aufbauen. Ich baue es auf, du craftest es nochmal. Ich glaube, wir haben genug Holz, oder? Ja. Jetzt auf jeden Fall. So, ich habe das Rad gemacht. Perfekt. Dann, ich habe jetzt alles gecraftet. Haben wir jetzt die Quest? Ja, jetzt haben wir sie. Das heißt, ich claim, wir haben eine neue Lootbox. Wir haben eine neue Quest. Perfekt. Und jetzt müssen wir ein Dirt Furnace als nächstes machen. Oh yeah, ich habe was Cooles bekommen. Und, was hast du bekommen? Genau, ich öffne auch, Leute. Spannung, Spannung. Ich habe 16 Rainbow Bricks bekommen. Alles klar, ich habe einen Piratenhut bekommen. Den habe ich auch schon. Ich leg's einfach, warte. Ja, lass reinballern. Ja. Okay. So, Dirt Furnace. Wie macht man denn? Ich wette, man braucht 8 Dirt. Ein Dirt nur. Oh, das wäre perfekt. So ein Teil von. Haben wir. Ja, genau. Das heißt, wir haben direkt die nächste Challenge, Leute. Jetzt geht's so ab. Das heißt, ich hab das. Dirt Furnace, perfekt. Wo soll ich den hinstellen? Am besten auf einen Slab irgendwo hin. So, dann stelle ich hier den Slab drunter, guckst dir an, dann fliegt das nicht mehr. Und dann können wir jetzt hier aus dem Holz unsere erste Holzkohle machen. Ich glaube, du machst das auch schon. Ich mach schon. Das heißt, wir haben dann direkt Kohle. Nächstes Item, ihr seht, Leute, bei uns geht's voran. Das Schaf hier drückt uns quasi den Daumen. Ich mache jetzt gerade noch eine andere Quest und zwar, da müssen wir, ich glaube, aus 4 oder 5, aus 5 Water Extractor die Teile. Warte, ich zeig sie dir gleich. Ja, ich habe in der Zwischenzeit wieder eine Kiste geöffnet, wieder nur Scheiße bekommen. So, okay, Quest fertig, du siehst es, da haben wir eine Loot Chest. Nice, Water Extractor. Genau, ich habe irgendwie, wir sollten das in eine extra Kiste bald reingeben. Ja, Mann, so, ich öffne meine auch. Ich habe 4 Royal Nuggets bekommen. Okay, auf jeden Fall, da haben wir das hier bekommen. Komm mal mit. Ja. Komm sie. Damit können wir nämlich das Wasser erzeugen. Wir könnten auch das Eis nehmen, aber wir lassen das Eis mal. Vielleicht wird das Eis noch für andere Weise nützlich sein. Und dann kann man hier Wasser rausholen aus den ganzen Blättern. Und ja, daraus kann man dann Wasser gewinnen, indem man das irgendwo reinfüllt, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie das heißt. Aber egal, das werden wir dann sehen. Ja. Da kannst du ja auch mal benutzen, einfach Rechtsklick gedrückt halten, jetzt haben die Blätter wenigstens schon Sinn bei uns. Yes. Sehe ich doch, wie viel Wasser? Boah, wir haben 1240 Millibuckets oder was? Ja, sind das Millibuckets? 2000 brauchen wir für eine unendliche Wasserquelle. Perfekt. Das heißt, perfekt. Ich habe die 2000 Millibuckets, das ist sehr nice. Perfekt. Das Beste ist auf jeden Fall schon mal fertig. Da werden wir dann auch noch was anderes draus machen. Genau, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes den Blazeblock, den kannst du ja machen und eine Fackel. Warte, wo ist die Kiste? Die hast du hier hingegeben, perfekt. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, die Snowbricks schmelzen nicht. Wir sollten davon auf jeden Fall jetzt mal einige machen kurz, damit wir unseren Cobblestone Generator machen können. Ja, das heißt, wir haben die nächste Challenge dann direkt, schätze ich mal. Ich gucke rein. Ja, Lava, perfekt. Ich gönne mir die Loot Chest. Und ich habe 2 Loot Chests, ich öffne die. Ich habe einmal 16 Stück Enriched Bone Meal bekommen, okay. Und 32 Lime Luminous Block. Okay, auch okay. Ich würde sagen, ich speichere natürlich alles in der Kiste. Ja, wir sollten jetzt mal ein bisschen Schnee wieder abbauen. Ja, du machst das mit dem Holz am besten direkt. Ja, ich habe hier ein richtig geiles Design, finde ich, gemacht. Meine Leute, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das findet. Ich zeige es euch kurz von vorne gleich. Für die Baumfarm, die habe ich schon mit dem Holz und den Zäunen ein bisschen eingezäunt. Kann man natürlich dann beliebig erweitern, aber ich finde fürs Erste sieht das ganz fresh aus. Ich finde den Kontrast einfach zwischen dem Schnee und diesem dunklen Holz richtig nice. Okay, dann mache ich mal die unendliche Wasserquelle. Ja. Warte, Shift, Rechtsklick war es, glaube ich. So, ich habe 1000 Stück, das heißt, ich kann jetzt die zweite Wasserquelle platzieren. Okay, nice. So, mit Sneaken war es hoffentlich.
Perfekt. Und jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier das Wasser rausnehmen. Perfekt. Funktioniert. Perfekt. Oh, und ihr seht, Haubner baut hier einen richtig fancy Cobblestone-Generator. Das ist sehr nice. Ja, ich hoffe, der funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Hier, Achtung, da gehören Löcher rein. Da musst du Wasser dann hin platzieren, da wo das Loch ist, darüber. Okay. Da am obersten Slab, genau. Genau perfekt. So. Dann hole ich wieder Wasser. Hier im Block neben dir. Ja, perfekt. Und? So, und das sollte jetzt nach der Zeit schmelzen. Okay, so sollte das funktionieren. Dann haben wir hoffentlich einen richtig fancy Cobblestone Generator. Und ich hoffe auch, dass diese Snowbricks hier nicht schmelzen. Das wäre auch ein bisschen belastend. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das hier benötigt. Es steht da, Valid Heat Source, das ist schon mal gut. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ich hole mir die Lutschist auch gerade nochmal. Ja. Ich habe Dirt Bricks bekommen. Nice, das ist doch gar nicht, oder? Nee, ich glaube, die können wir für nichts verwenden. Ich habe sie einfach. Okay. So, das heißt, als nächstes haben wir schon dann die Cobblestone Challenge und dann geht's richtig ab und können wir einen normalen Furnace machen und so. Warte. Wie kommen wir an Redstone ran? Mobs könnten Redstone droppen, oder? Erweiterten Compassion-Zeug, damit wir die Dropper machen können, damit wir nicht immer hier das aufmachen stimmt. müssen. Ja. Und wie bekommen wir das jetzt am besten? Weißt du das? Wir brauchen eine bessere Compassion-Engine im Grunde, also kein aus Holz, sondern was krasseres einfach. Und hier. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Perfekt. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. Vielleicht hier vorne auch noch so ein Holzding hin. Ich packe ja, das. Ja, genau. Weg und ja. Weil das passt immer ganz gut, dass da Slabs sind, das spawnt nichts und bei den Ecken kann man immer Fackeln schön platzieren. Ich glaube, das wäre ganz nice hier auf unserer Schneeinsel. Ja, denke ich. Ich gebe dir dein Zeug wieder, warte, und ich farm in der Zwischenzeit noch mehr Schnee. Sehr nice. Lava ist da! Was? Was? Ich will 10. Oh Gott, ja, warte, soll ich die Fackel jetzt weg? Fackel abbauen, ja? So, jetzt sollte ein Block-Update, ja, nice. Und jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert. Sollen wir den Schnee wegmachen? Ich habe so eine Panik, dass es nicht funktioniert. Ich mache meinen Schnee weg. Ja! Ja! Oh Gott, Leute, wir haben Cobblestone. Wir haben einfach Cobblestone. Ich hoffe, es generiert hier überall am richtigen Block das Zeug. Ja. Sehr nice. Okay, warte, ich mach kurz eine Holzspitzhacke und dann versuche ich, Cobblestone abzubauen und dann haben wir direkt die nächste Challenge. Und warte, die zwei Slabs, glaube ich, sollten wir hier lassen. Okay, ja, sonst fließt Wasser ja, aus. Ja, eindeutig. Okay. Hast du noch Slabs? Obwohl, die habe ich eingesammelt. Ich mache welche. Oder? Ich habe die, perfekt. Aber ich habe Cobblestone abgebaut, das heißt, wir haben... Du brauchst 64 Stück davon. Oh. Okay, ich würde sagen, ich farm kurz mal. Der ist ja gefährlich, der Generator. Das ist der Suizid-Generator. Ich bin so tot. Ja, moin. Was hast du alles verloren? Ich hoffe, mein Grabstein ist da irgendwo, oder? Ja, nice. Warte, ich habe wieder alles. Oh Gott. Ich wurde so reingepackt in die Lava. What the fuck? Wieder. Leute, ich schwör's euch, das baut den nicht. Das sieht so gut aus, aber der ist absolut gefährlich. Ja, was? Belastenderweise bekomme ich so gefühlt jeden fünften Cobblestone-Block, den man abbaut. Das nenne ich Effizienz. Ich habe ja auch mittlerweile schon eine Steinspitzhacke gemacht. Ich glaube schon. Perfekt. Das heißt, wir sollten die Quest haben, oder? Ja. Claim. Kommen wir mal was anderes wie eine Loot-Chest, Mann. Ich will mal was Sinnvolles. Ich öffne die und Explosive Heavy Snow bekommen wir. Alles klar, warte, explodiert das? Ich habe Polisher bekommen. Ich weiß nicht, was der bringt. Ich schenke ihn dir. Den habe ich vorhin auch schon bekommen. Ich würde sagen, nice. Ich packe alles in die Kiste rein. Du kannst mir helfen, hier die Baumfarm noch umzubauen. Oh, du baust den ganzen Schnee ab. Perfekt. Man kann auch... Warte mal. Oh mein Gott, sind wir behindert. Warum? Man kann aus Coarse Dirt normale Erde machen. Nicht dein fucking Ernst. Wenn man mit der Hoe einfach einmal Rätselklick drauf macht. Ist das dein scheiß Ernst? Da, guck, ist hier. Ich habe übrigens nicht genug Schnee, aber ich habe einen Kürbis angepflanzt, damit wir einen neuen Schneemann machen können. Oh ja, das ist nice. Oh, hallo, ja, Kürbis. Guck. Ey, normale Erde. Dann hätten wir uns den ganzen Scheiß ersparen können. Ja, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie das funktioniert, weil das werden wir noch ziemlich oft brauchen. Oh mein Gott, aber warte, ja. Wie haben wir nochmal Cursed Dirt bekommen? Das war mit Heavy Snow einfach in den Freezer rein. Das ist richtig simpel. Und wir haben so verkackt, Leute. Facepalm-Moment des Todes. Ja.
Okay, ich habe den ganzen Heavy Snow hier vorne schon mal abgebaut. Daraus können wir dann eigentlich direkt dort machen. Ja. Hast du noch ein paar Slabs oder brauchen wir die? Ich habe gar keine mehr. Okay. Deswegen wollte ich unbedingt jetzt dann den Kollegen haben. Schneemann, ja. Schneemann, ja. Aber ich würde sagen, die Baumfarm, die sieht eigentlich so auch schon ganz fresh aus. Enriched Bone Meal haben wir auch. Ja, das habe ich aus der Kiste bekommen. Vielleicht funktioniert es mit dem. Da steht sogar dabei, das sollte dann instant wachsen. Also entweder es klappt funktioniert mit nicht. Dem oder nicht. Hast du jetzt alles raufgeballert? Nee, zwei Stück nur. Okay. Das ist ja eigentlich die nächste Quest. Ein Compressed Stone Grinder, den mache ich jetzt direkt. So, wir sollten die nächste Quest haben. Perfekt, ich claim den Stone Grinder. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber wir haben es zumindest. Ja, wir müssen ja alle Quests auch machen. So. Okay, ich glaube, das Stone Casing sollte auch nicht so schwer sein. Ja, das kannst du direkt craften einfach. Ja. Und warte, ich warte drauf. Ja? Nee, wir brauchen keinen Cleanstone, oder? Nee. Stone Gear, wie mache ich es doch? Für Stone Gear brauchen wir Cleanstone. Ich habe eine Idee. Haben wir Erde? Das können wir gleich zeigen. Warte, wir machen Erde. Komm. Doch, ich habe irgendwo Erde gemacht. Hier, guck, Cursed Dirt ist drinnen. Perfekt, guck, jetzt machen wir das. Guck, hier das hin. Zweimal eine Hoe, oder kannst du das machen? So, wo ist jetzt die Spritze da? Mit Wasser? Die müsste in der Kiste ich, sein. Hab ich. Warte. Ja. So, und jetzt können wir das mit Wasser füllen. Und Clay ist draus geworden. Perfekt, Mann. So, und jetzt kannst du mit dem Clay direkt das machen. Oh, Quest ist auch komplett. Nice. Warte, ich glaube, wenn ich es erhitze, Clay, oder? Warte, was? Furnace? Mit Sand mischen, mit Sand mischen. Okay. Downgrinden zu Gravel und dann zu Sand. Gravel. Hinstellen, dann zu Sand. Nice. Ich habe Sand bekommen, perfekt. Und jetzt muss ich den einen Sand mit. Mit vier Clay. Vier Clay. Dann solltest du vier von diesen. Oder acht von diesen Kemenite-Dingern bekommen. Dann mache ich die Platte. Und das in den Ofen. Genau, perfekt. Und dann baue ich den Ofen ab und dann können wir einen Steinofen bauen. Sehe ich das richtig? Genau so machen wir das. Ey, ein Wahnsinn, dass das jetzt mit der Erde so wunderbar funktioniert. Dann haben wir echt keine Erdprobleme mehr. Okay, ich habe den Furnace. Ich würde sagen, ich platziere den wieder hier. Das heißt, wir haben endlich einen Holzofen. Einen Steinofen. Ah, einen Steinofen. Okay, warte, hast du das reingepackt? Nee, ich habe gar nichts reingepackt. Okay. Dann machen wir ein bisschen Holzkohle. Das ist sehr nice, Mann. Bei uns läuft. Der ist auf jeden Fall effizienter, denke ich mal. Ja, geht auf jeden Fall schneller. Das sieht man schon mal. Ja, ich würde sagen, wir machen als erstes jetzt das... Mit Stone Combustion. Genau, fertig. Was brauchen wir da noch? Kabelstone abbauen und schmelzen. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, also das Casing habe ich schon, aber ich glaube, wir brauchen 15 Stück für den Combustion. Also Cleanstone, ja. Ich brauche dann noch 6-7 Stück Cleanstone, das haben wir auf jeden Fall. Und dann haben wir die nächste Challenge. Und der Kürbis wächst einfach nicht, man hat keinen Bock auf Schnee. So, keinen Bock. Ich hole mir hier wieder eine Kiste ab. Das heißt, ich habe gleich 3 Kisten, wenn wir das haben. Na, wir brauchen dann auch noch was anderes. Okay, perfekt. Die nächste Quest, ich hole mir die Kiste ab. Let's go. Ich öffne alle niesen. Drei. Ich hab wieder Fackeln. Ich habe wieder irgendwelche Reinforced Dirt Bricks. Und... Du auch? Acastic Tome, was immer das für ein Buch ist. Okay, ich geb's einfach die Kiste. Ich glaube, das hatte ich auch mal, aber ist nicht so wichtig. Wir können das jetzt auf jeden Fall auch bauen. Am besten, wir machen uns ein bisschen Glas, damit wir da reingucken können. Das habe ich bei Skate und so schon gesehen. So, genau, ich weiß, wie das funktioniert. Diesen... Wie heißt der? Stone Combust... Kompaste, genau. Den können wir hernehmen und Glas herumbauen. Und dann können wir reingucken. Kürbis ist gewachsen! Neues, ich sehe. Neuer Schneemann. Diesmal in Sicherheit und so packen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Das Teil steht und ich hoffe, es funktioniert auch wieder. Ich guck mal. Structure complete. Perfekt. Das heißt, wir haben quasi jetzt den Kompaster 2.0. Oh ja, der Beste ist, der mehr kann. So, Schneemann. Perfekt. Und er lebt. Und er gibt Schnee. Oh, ja, richtig viel. Und jetzt können wir wieder... Ich hoffe, der kommt da nicht raus. Nee, oder? So Leute, ich würde sagen, das war eine mega produktive Folge. Wir haben heute eine Menge geschafft. Ihr seht, alles sieht ganz anders aus. Und ich finde das Thema einfach so geil mit dem Schnee und dem Holz und so. Ich würde sagen, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.